Hallo, heute probieren wir Madara Make-up. Ich mache ja im Moment zusätzlich zum Make-up-Artist die Ausbildung zur Kosmetikerin und Fußpflegerin, weil ja Corona und nicht viel zu tun, also might as well. Und nach einer Kosmetikbehandlung sollte man jetzt nicht unbedingt stark geschminkt sein. Und am besten ist es natürlich, wenn man also mineralisches Make-up verwendet. Und dadurch bin ich auf Madara gestoßen aus Lettland. Ich verwechsel auf Deutsch immer Lettland und Litauen. Lithuania und Latvia ist für mich irgendwie schlüssiger. Egal. Also mineralisches Make-up kann man schon nach einer Kosmetikbehandlung irgendwie leicht auf die Haut auftragen. Überhaupt kein Problem. Sollte die Kundin das wünschen, und deswegen möchte ich das jetzt ausprobieren, um zu schauen, ob ich die dann anbieten möchte. Ich habe auch andere klassische mir angeschaut, wie Jane Iredale zum Beispiel. Da fand ich die Farbauswahl sehr, sehr schlecht. Also von den Hauttönen her geht es überhaupt nicht tief. Und ich möchte natürlich allen Kundinnen so ein Make-up anbieten können und nicht nur ein paar. Ich bin jetzt nicht, also ich kenne mich mit Naturkosmetik jetzt nicht so wahnsinnig aus. Sehe auch nicht, also ich habe überhaupt kein Problem damit, mit Inhaltsstoffen, die das Leben von Kosmetika verlängern und sonstige Dinge. Natürlich gibt es manche, bei denen man aufpassen sollte und manche nicht, aber ja, wenn nach einer Kosmetikbehandlung, wie gesagt, kann es nicht schaden, auf ein mineralisches Make-up zurückzugreifen, und da habe ich eben diese Foundation gefunden und habe dann gleich auch noch den Concealer dazu genommen. Hier so ein Lidschatten, den man aber auch natürlich als man kann alle Produkte als alles verwenden, ja. Aber diesen Lidschatten in particular kann man auch auf den Wangen verwenden. Also so wird es gemarketet. Dann haben wir hier diese schönen Highlighter Drops und noch dazu ein Lipgloss. Das ist eh eigentlich so ziemlich alles, was sie anbieten. Die bieten ja erst seit 2019 Make-up an. Ist eigentlich also hauptsächlich eine Hautpflegemarke. Sie sind natürlich cruelty-free und alles, also sie machen alles selber, also es wird so ziemlich alles in Lettland selber hergestellt. Auch die Rohstoffe versuchen sie komplett aus Lettland zu beziehen und halt aus Nordeuropa, und versuchen so ein bisschen die guten Inhaltsstoffe aus Nordeuropa zurück in die Hautpflege zu bringen. Aber ich beschreibe das alles noch mehr im Detail in meinem Blogpost, falls euch das interessiert, also zu den Inhaltsstoffen und so. Dann könnt ihr natürlich auch den lesen. Also sie sind cruelty-free, aber nicht alles ist vegan. Manche Produkte verwenden Bienenwachs oder Lanolin. Ein Produkt verwendet Lanolin. Mehrere Produkte verwenden Bienenwachs. Das Make-up, was ich heute ausprobiere, das ist alles vegan. Und jetzt habe ich eh schon so lange geredet, also fangen wir vielleicht mal an. Es gibt jetzt von der Foundation gibt es jetzt nicht so viel Auswahl an Farben. Also es gibt 10 verschiedene Farben, und also das ist jetzt, ich habe mal die hellste genommen, weil generell bin ich halt der hellste Ton. Die hat einen neutralen Unterton und das passt mir eh ganz gut. Ich meine, ich bin schon ziemlich gelb, wie man hier sieht. Aber neutral passt mir normalerweise auch ganz gut. Aber das ist auch, also bei den helleren Hauttönen ist es nicht ganz so tragisch, weil nach meiner Erfahrung her haben die meisten einen Mischton. Aber wenn man halt in die dunkleren Töne geht, dann kriegt man schon eher Probleme mit den Untertönen. Aber man kann natürlich auch immer irgendwas dazu mischen, dass der Unterton dann besser passt. Aber wie gesagt, ist es auch noch sehr neu, also vielleicht erweitern sie ihre Shade Range eh noch. Das ist eine Glasflasche übrigens, also alles ist recycelbar. Okay, ich hatte das schon geswatcht. Man sieht, auch das wird dreckig. Ich schüttel mal. Ich höre da jetzt nicht so viel, aber schütteln kann nie schaden. Also meine Haut ist super hydriert, kein Primer oder so. Schauen wir mal, wie es so funktioniert. Ich mache mal einen Pump da drauf. Also ist schon flüssig, aber jetzt nicht zu arg. Und ich nehme diesen Pinsel hier und schau mal,
was da passiert. Ja, also die Farbe ist ziemlich gut, wenn es jetzt nicht nachoxidiert. Riecht das nach was? Ich dachte, da sind keine Duftstoffe drin, aber nein, riecht nicht wirklich nach irgendwas. Also es wird beschrieben, dass man es entweder als also ganz wenig Coverage verwenden kann, aber auch buildable ist. Jetzt sieht sie wirklich schön aus, aber es hat jetzt auch noch nicht so wahnsinnig viel gemacht, also abgedeckt. Ich würde nur sagen, so ein Pump ist jetzt mal genug für die Hälfte, ich sehe jetzt nicht so einen wahnsinnigen Unterschied. Ich muss dann wahrscheinlich, also so dieses Reiben macht mich auch ein bisschen rot. Ich bin eher so jemand, ich habe eher so eine Haut, wo man ein bisschen so eher tupfen muss. Eigentlich wären da Schwämmchen ganz gut, aber die finde ich eklig und ich will nicht nach jedes Mal benutzen ein neues Schwämmchen verwenden. Das ist nicht gut für die Umwelt, also lieber Pinsel. Ich nehme mal noch einen Pump davon. Also die Farbe passt wirklich sehr gut. Obwohl ich mir natürlich vorstellen kann, dass das also schon ein Stück zu dunkel sein wird für manche Leute. Ist super glowy, so schön. Ja, die Textur ist wirklich sehr schön. Ich hoffe, ihr hört meinen Geschirrspüler nicht zu arg. Aber ich hatte sonst keine Zeit. Also das sind jetzt zwei Pumps, zwei Pumpstöße. Hier ist nochmal ein bisschen so mit meinen Fingern drüber. Sie beschreiben das auch auf der Website zu diesem Produkt, dass es natürlich durch die Wärme der Finger noch schöner mit der Haut verschmelzen kann. Also es sieht wirklich aus, als hätte ich gar nichts drauf. Ne? Das setzt sich ein bisschen in die Poren ab. Aber ich habe auch Riesenporn. Das könnte man natürlich mit einem Puder oder einem Blur Primer ein bisschen verbessern. Also die Deckkraft ist schon leicht, ne? Habe ich jetzt kein Problem mit. Ich habe also im Alltag mache ich das sehr gerne, dass ich eine sehr leichte Foundation einfach nur drauf mache oder eine BB-Cream. Aber dafür sieht es halt auch aus, als hätte man nichts drauf. Ich warte jetzt mal ein paar Minuten und dann machen wir noch eine Schicht drauf, würde ich sagen. Foundation kostet übrigens 33 Euro, aber ich weiß nicht, ob das für jemanden interessant ist, aber es gibt einen Pro-Discount. Ich glaube, ihr müsst nur eine Website angeben oder so. Das reicht schon als Nachweis. Und da bekommt ihr 30%, glaube ich. 30-40%. Gut, dann machen wir mal nochmal zwei drauf. Also normal würde ich auch vorher Color Correct meine roten Stellen und so, ne? Das ist natürlich. Aber ich wollte halt schauen, was die Foundation so von sich aus kann. Wirklich sehr schön dewy. Ich glaube, buildable ist sie schon. So, noch die Waschmaschine laut. Nicht guter Zeitpunkt, den ich mir da ausgesucht habe. Ich gehe jetzt übrigens absichtlich nicht zu sehr unter mein Auge, weil ich möchte den Concealer auch ausprobieren. Sonst würde ich schauen, dass ich schon mit der Foundation ein bisschen was abdecke unterm Auge. Ja, ich glaube, ein extra Pump hätte sogar gereicht für meine Zwecke. Also ich merke aber schon, Pinsel ist wirklich nicht, also wenn man größere Poren hat, ist Pinsel nicht die beste Option. Dann würde ich wirklich zu einem Schwämmchen oder zu den Fingern greifen, weil sonst setzt sich das ziemlich in den Poren ab. Und natürlich, also dadurch, dass diese Foundation sehr glowy und sehr dewy ist,
werden Hauttexturen natürlich ein bisschen noch verstärkt. Aber das ist, also mir persönlich ist das egal. Ich will trotzdem dewy thick Haut haben. Ich habe jetzt nur noch mal ein bisschen was auf die Stellen aufgetragen. Hier ein bisschen mehr Abdeckung, ist das ein Wort, benötigen. Und ich wollte eben auch nicht unbedingt eine Puder Mineral Foundation, weil halt dieses extreme Reiben schon die Haut noch ein bisschen mehr reizen kann. Und natürlich genau nach einer Behandlung, also speziell wenn man irgendwie ausgereinigt hat oder so, will man halt die Haut natürlich nicht noch mehr reizen. Ja, also man muss, damit es nicht sich in die Poren absetzt, also ihr kennt das wahrscheinlich, wenn ihr was abtragt und wenn ihr große Poren habt, dass da so kleine Pünktchen einfach sind. Man muss schon ziemlich damit arbeiten, damit das nicht passiert. Aber ihr habt natürlich nicht alle so eine problematische Haut wie ich. Ich hole euch mal ein bisschen näher ran noch, also Vorsicht. Gut. Könnt ihr das, also auf meiner Nase könnt ihr es glaube ich ganz gut sehen. Und hier auch so, wo ich Härchen und Aknenarben habe. Aber ist jetzt nicht zu tragisch, das passiert bei anderen Foundations auch. Da kann man halt mit, wie gesagt, mit Primern arbeiten oder mit Puder oder gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich glaube, ich lasse euch einfach so nah, oder? Ich meine, ist jetzt nicht so tragisch. Und ihr seht besser, was passiert. Achso, die Farbe war 1-0. Das ist eine Sache, die ich nicht so mag. Sie haben auf keinen der Produkten, sie haben nur die Nummern und nicht die Shade-Namen, das stört mich ein bisschen. Ich glaube, auf den Highlighter haben sie gar nichts stehen oder ich bin einfach zu blöd, um das zu finden, aber ja. Aber der Glow ist echt nice. Der ist echt schön. Aber okay, Concealer. Er heißt einfach The Concealer. Ich habe hier die Farbe 1,5 Vanilla. Und der kostet 20 Euro. Ich habe dafür bezahlt 17 Euro. Mit dem Discount. Ich hatte den schon geswatcht und er hat schon ziemlich nachgedunkelt. Also so ist er wirklich. Ja, so ist er sogar ein bisschen zu hell for my liking. Sie sagen übrigens auf der Website, dass man unbedingt dieses Triangle machen soll, weil das sonst blöd aussieht und man die Augenringe noch mehr hervorhebt. Der Meinung bin ich nicht. Ich hasse das, wenn man so wirklich so viel drauf macht. Ich meine, so ein bisschen runter ist okay und man blendet es dann so nach oben aus, aber bitte nicht das ganze Triangle aufmalen. Also es ist wirklich eher so Serum-Konsistenz. Aber er hat jetzt auch nicht die höchste Deckkraft auf der Welt. Aber das wollen ja auch nicht alle. Sehr, sehr leicht. Also bis jetzt, beide Produkte sind extrem leicht. Man fühlt sich wirklich, als hätte man gar nichts auf der Haut. Riecht der nach irgendwas? Ich glaube auch nicht. Nein, nach Naturkosmetik. Wieso sage ich immer Kosmetik? Das ist sehr falsch. Ja, das sieht doch gut aus. Ich glaube, ich werde den auch verwenden, um ein bisschen zu highlighten. Und Kinn braucht bei mir sowieso immer mehr noch. Ich nehme einfach den Pinsel von vorher, um das zu verteilen. Habe ich glaube ich ein bisschen viel verwendet. Aber auch der ja, setzt sich ziemlich in die Poren ab, wenn man ihn nicht verreibt. Um zu bronzen nehme ich glaube ich einfach die Foundation und zwar in 4.0 Sand. Das ist noch eine gute Sache an Madara, wenn man auf der Website direkt bestellt. Man kann glaube ich bis zu 5 Proben bestellen.
die gratis sind. Also wenn ihr euch nicht sicher seid mit dem Ton, den ihr braucht, stellt euch einfach ein paar Proben und ihr findet ihn. Da ist sogar ziemlich viel drin. Reicht definitiv für einmal ausprobieren. Und ich tupfe das wieder mehr als streichen, weil ich will nicht das, was ich jetzt alles schon gemacht habe, zerstören. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es schon ziemlich lange dauert, bis es in die Haut quasi eingezogen ist und bis man wieder darauf arbeiten kann, aber es ist nicht so tragisch. Konturiere gleich auch das Auge ein bisschen mit, ja, mit diesem Riesenpinsel. Ja, beim Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden bis jetzt. Wir schauen dann mal, wie lange es hält. Ich muss dann auch einkaufen gehen, also werden wir auch gleich einen Maskentest machen. Was meint ihr? Sieht gut aus, oder? Gut, dann verwende ich hier diesen Lidschatten, Cheek-Schatten. Eye and Cheek Multi-Shadow nennt sich das. Ich schreibe jetzt immer Untertitel für Videos und da ist mir aufgefallen, wie oft ich einfach M sage und das ist sehr nervig. Und der Geschirrspüler ist jetzt so laut, dass ich ihn auch... Also wir haben hier die Farbe 63. Und achso, das sind die Guilty Shades. Das steht da nicht. Doch, das steht eh drauf. Habe ich denen wieder unrecht getan. Seduction heißt das. Und das ist ein Rose Gold. Fangen wir mal an, dass wir es auf die Wangen geben. Das ist sehr süß. Hat. Also könnte man auch als Highlighter verwenden, weil ist reflective, also es ist nicht komplett matt. Das ist sehr schön. Ich bin ja eher so mit Creme Rouge. Kann man mich immer begeistern, ich lieb's. Obwohl ich gelesen habe, nach einer Kosmetikbehandlung wäre es schon besser, keine Cremeprodukte, sondern mehr Puder zu verwenden, aber ich werde mich dann noch ein bisschen schlau machen. Das ist doch sehr schön. Mache ich das jetzt noch auf das Lid. Ich bin ein bisschen gespannt, wie das hier verhalten wird. Wir machen halt einen monochromen Look, einfach mit einem ganz bisschen Farbe auf dem Lid. Gespannt, ob der setten wird oder ob der dann komplett creased bei meinem Hooded Lid. Die Farbe ist wirklich ganz toll, gefällt mir sehr, sehr gut. Lässt sich auch sehr gut verblenden. Sowohl auf dem Lid als auch auf den Wangen. Ich merke schon, also, ich glaube, mit dieser Marke arbeitet man besser sehr viel mit den Fingern. Habe ich kein Problem mit. Finde ich eh super. Es ist halt im Moment, versucht man wegen Corona das zu minimieren, den Kundenkontakt. So, der Highlighter kommt mit so einem Dropper. Man kann das natürlich auch in die Foundation reinmischen, aber ich finde, die Foundation ist eh schon so... okay, das ist intensiv. So dewy, dass man das nicht wirklich muss. Aber man kann natürlich, wenn man jetzt irgendwie einen Tutorial-Look machen will oder so, der sehr, sehr, sehr glowy ist, dann kann man das gut vermischen.
Also der Highlighter ist ja schön schimmernd, keine großen Glitzerpartikel. Das mir sehr gefällt. Er ist schon sehr intensiv, ja. aber das mögen, das mögen ja die meisten. Vor allem, weil ich ja jetzt noch so dieses intensive Rouge da drauf habe, das auch schimmert. Sehr schimmerig heute. Das war jetzt ein bisschen viel. Ist guten. Wie viel hat der überhaupt gekostet? Also, der hat 25 Euro gekostet. Und ich glaube, ich habe die Farbe Naked Chromosphere 1, aber ich sehe da wirklich nichts auf der Flasche und kam das überhaupt in Verpackung? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube schon und ich habe alles schon weggeschmissen, weil ich dumm bin. Ich mache dann nur kurz meine Augenbrauen ein ganz klein bisschen und meine Wimpern. Dann machen wir doch noch ein bisschen Puder schon drauf. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, besser wird das heute nicht. also ich habe jetzt nur Mascara und Augenbrauengel aufgetragen und jetzt sette ich das Ganze noch mit ein bisschen Translucent Powder. Also speziell hier, wo meine Maske sein wird. Wie sonst hat die Foundation gar keine Chance. Ich bin so glowy. I like it. Und sonst halt die T-Zone, ne? Dieser Pinsel ist so hart irgendwie. Ich habe den Großteil meiner Pinsel sind halt so sterilisiert und abgepackt. Und die werden nicht angefasst. Außer ich habe eine Kundin oder einen Kunden. Und deswegen verwende ich jetzt so den furchtbarsten Pinsel ever. Bisschen noch unterm Auge setzen, sonst kriegt der Concealer da in die Fältchen. Ich habe fast vergessen, ich habe ja noch ein Lipgloss. Moment, wie heißt das? Ich habe mir das alles vorher schon rausgesucht, aber irgendwie ist die Website nicht so mobilfreundlich. Nude 73 heißt das. Schauen wir mal, was das kann. Das wird die Maske wohl nicht aushalten. Sehr schön glänzend. Das riecht nach Berries irgendwie. Ich werde mal schauen, was da drin ist, sowieso das so riecht. Ja. Klebt ein bisschen, aber ist schon sehr angenehm. Also es hat schon eine Deckkraft, weil wie man sieht hier meine weiße Narbe auf der Lippe ist schon recht gut abgedeckt. Ist das auf den Zähnen mal wieder. Na, sehr schön. Also ich muss sagen, bin schon recht zufrieden. Jetzt vor allem, wo es auch wo es ein bisschen abgepudert ist, sehen natürlich meine Aknenarben und meine erweiterten Poren schon besser aus. Gut, das ist jetzt, wie früh ist es? Es ist 10.56 Uhr. Und ich melde mich einfach mal im Laufe des Tages und sag euch, wie es so läuft. Achso, ich glaube, ich mache aber schon noch hier ein bisschen All-Nighter Setting Spray drauf. Nicht viel. Aber das würde ich sonst auch immer machen, sonst ist das nicht wirklich fair. Aber sieht gut aus. Also wenn man wenn man etwas Natürliches sucht und man nicht Angst davor hat, ein bisschen mit den Händen zu arbeiten zu müssen, ist das wahrscheinlich eine gute Option. Bis später. So, ich wollte mich nur kurz melden, bevor ich alles mit der Maske ruiniere. Ich fahre aber öffentlich und deswegen, da ziehe ich meine FFP3 oder P2 Maske an. Muss jetzt mich selbst anschauen, Entschuldigung. Lipgloss ist klar, hat sich ziemlich schnell abgetragen, ist halt ein Lipgloss, ne? Aber ist ziemlich bequem, kann man ja ohne Probleme nachtragen. Der Lidschatten, der trocknet also nicht, der bleibt, ich würde jetzt mal so sagen, so ein semi-mattes Finish, also so ein bisschen pudrig, aber natürlich bei mir, wenn man das nicht abpudert, das creased dann schon auf den Augenlidern. Ich bin so unsportlich, dass ich nicht mal das Handy halten kann, 2 Sekunden lang.
Ja, die Foundation sieht noch ziemlich gut aus. Ist natürlich auf der Nase ein bisschen abgetragen und am Kinn auch, aber wenn man da einmal drüber wischt, dann passt das auch wieder. Also bin sehr zufrieden. Fotografiert wirklich sehr, sehr gut diese Foundation, vor allem im natürlichen Licht. Ja, sieht sehr gut auf Fotos aus. Und dann schauen wir mal. Es ist jetzt übrigens, wie früh ist es? Weiß ich nicht. Ich glaube, es ist so 13 Uhr oder 14 Uhr oder so. Gut, bis später. So, Post-Masken-Make-up. Es ist tatsächlich nicht so schlimm. Ist nicht, natürlich ist es hier und da abgerieben. Ja, das ist ganz klar die einzige Foundation, die ich jemals gehabt habe, bei der das ganz minimal war, war die Temptu. Wie heißt die? Perfect Canvas. Deswegen zwinge ich die auch allen meinen Bräuten auf. Aber oh, da seht ihr, wie schön ordentlich ist es bei mir gerade. Naja, ja, also ich finde, es ist wirklich auch, also es gibt ja auch so manche, die reiben dann so ungut ab und es sieht auch urscheiße, aber jetzt sieht es halt einfach aus, als hätte ich nicht wirklich Foundation drauf. Ne? Also ich bin ziemlich zufrieden. So, ich melde mich noch ein letztes Mal. Ja, Mikrofon ist an. Weil ich, also es ist erst 5:30, aber ich bin sehr müde und ich mag nicht mehr. Ich hatte jetzt schon, also so 3, 4 Stunden eine Maske an, also auch noch nachdem ich wieder da war. Und dafür muss ich sagen, sehe ich eigentlich ziemlich gut aus. Natürlich hier hat sich es ein bisschen angesammelt, es ist überall halt ein bisschen abgetragen am Kinn, es war gar nichts mehr, Nase ist gar nichts mehr, es ist bei der Maske eh klar. Aber wie schon vorher erwähnt, es ist halt, es trägt sich nicht sehr hässlich ab. Also man sieht jetzt nicht unbedingt, dass ich Make-up drauf hatte und es abgerieben ist, sondern es sieht halt einfach aus, als wäre ich ungeschminkt. Schon den ganzen Tag. Auf den Augen ist auch noch ein bisschen Glitzer, ein bisschen Farbe. Nichts wirklich Nennenswertes. Was ich noch erwähnen wollte, ist, dass, das ist sehr dreckig, dass auf dem Make-up von Madara tatsächlich, sag man nicht, Madara? Madara, das hätte ich vielleicht recherchieren sollen. Jedenfalls ist da das Mindesthaltbarkeitsdatum drauf und nicht, wie lange es hält, nachdem man es geöffnet hat. Das spart mir ein. Ich bin nicht in der Mitte. Das spart mir einfach den Schritt, dass ich aufschreiben muss, wann ich das geöffnet habe. Beziehungsweise ich mache das normalerweise in einer Liste und schreibe es auch auf das Produkt selber drauf. Ja. Also in Conclusion, bin sehr zufrieden mit dieser Marke. Werde mal schauen, ob meine Haut da irgendwie komisch drauf reagiert. Aber also in den Inhaltsstoffen habe ich jetzt nichts gesehen, wieso meine Haut darauf komisch reagieren sollte. Und ich glaube, ich werde in Zukunft noch mehr davon verwenden und wahrscheinlich auch kaufen. Ob ich das jetzt wirklich das ist, was ich kaufe für meine Kunden dann später, das weiß ich noch nicht. Mal schauen, vielleicht noch ein paar andere Sachen ausprobieren. Ich habe mir das gekauft. Die sehen aus wie komplette Dupes zu diesen wie heißen die? Biologique Ressource, glaube ich. Sticks, die über 100 Pfund kosten. Und die haben 30 Euro gekostet. Sind auch komplett aus Stainless Steel und ja, werde jetzt exfoliaten und dann ein bisschen damit eine Kryotherapie machen. Gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt gerne subscriben, wenn ihr möchtet. Und bye.